Unser Ziel ist es, Opel-Motoren immer fortschrittlicher, effizienter und umweltschonender zu machen. Deswegen statten wir immer mehr Dieselmotoren mit der neuesten Generation unserer Stickstoffoxid-Abgas-Nachbehandlungstechnologie Blue Injection aus. Aus einem separaten Tank wird die AdBlue-Flüssigkeit, eine Mischung aus künstlichem Harnstoff und Wasser, den Abgasen zugefügt. AdBlue reagiert mit den Stickstoffoxiden und verwandelt sie in Wasser und ungefährlichen Stickstoff. Das Resultat: Ihr Auto fährt deutlich sauberer. Und was bedeutet das für Sie? Fahrzeuge, die mit Blue Injection ausgestattet sind, benötigen auch außerhalb der empfohlenen Serviceintervalle ein regelmäßiges Nachtanken mit AdBlue. Geht Ihr AdBlue-Vorrat zur Neige, werden Sie rechtzeitig über ein dreistufiges Hinweissystem im Display daran erinnert, nachzutanken. Bleiben Ihnen noch 900 Kilometer, erscheint eine permanente Erinnerung auf Ihrem Borddisplay. Achtung! Ohne AdBlue-Flüssigkeit lässt sich Ihr Fahrzeug nicht mehr starten. Und wie tanken Sie AdBlue? Öffnen Sie die Schutzkappe Ihres AdBlue-Tanks. Drehen Sie den Schlauch des Kanisters am Tankstutzen fest. Befüllen Sie den Tank. Warten Sie, bis der Kanister leer ist oder der Durchfluss von alleine stoppt. Entleeren Sie den Schlauch. Verschließen Sie die AdBlue-Schutzkappe. Fertig! Und keine Sorge, verschütten Sie aus Versehen ein wenig der ungefährlichen AdBlue-Flüssigkeit auf Ihr Auto, einfach mit klarem Wasser abwaschen. AdBlue-Kanister gibt es in verschiedenen Größen bei Ihrem Opel-Händler oder an vielen Tankstellen. Hier erhalten Sie AdBlue zum Teil sogar direkt über die Zapfsäule. Ihr Opel mit Blue Injection Technologie ist jetzt bereit für die nächste Fahrt.